Die anderen Reiseziele, glaube ich, habt ihr auch so ein bisschen rausgehört, haben uns einfach ein bisschen enttäuscht und würden wir jetzt auch nicht unbedingt bald wieder anfliegen wollen oder besuchen wollen. Heute möchte ich gemeinsam mit euch Mauritius, die Seychellen und die Malediven ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und über meine persönlichen Erfahrungen sprechen bzw. meine persönlichen Pros und Cons von den jeweiligen Ländern aufzählen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal hinein. Beginnen wir mit den positiven Dingen und mit Mauritius. Ganz am Anfang möchte ich noch dazu sagen, dass diese Tipps oder die Erzählungen, die ich euch jetzt hier wiedergebe, darauf sich beziehen, dass man es einfach sagt, hey, ich möchte dort einen unvergesslichen, schönen und erholsamen Urlaub haben. Nur noch kurz als Info für euch. Also es ist nicht für die ganzen Sportler unter euch oder Ultrawanderbegeisterten, bin ich nicht. Und deswegen, ja, starten wir hinein. Und zwar eben Mauritius und die positiven Punkte. Man kann es positiv oder negativ sehen, aber die Insel ist einfach ziemlich groß, also so haben wir sie einfach wahrgenommen, weil man konnte dort wirklich viel mit dem Auto einfach abfahren und war auch eine Weile immer unterwegs. Und dementsprechend kann man natürlich auch viele Aktivitäten machen. Also es gibt ja dort Freizeit- und Wasserparks. Ihr könnt ja auch in solche Tierparks gehen, die ich jetzt nicht unbedingt befürworte, aber gut. Dann kann man natürlich noch unzählige Wasseraktivitäten machen oder auch Wanderwege haben wir dort gesehen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll dort. Dann ist es natürlich auch noch sehr grün. Also vor allem als wir dort waren, war die Insel so wunderschön grün. Also selten sowas gesehen, würde ich fast sagen. Das Meer ist auch super, super schön. Also es ist super klar und sauber. Es gibt auch Städte, falls man das mag. Nur so Info für euch. Es gibt auch Malls, wo man auch wirklich große Supermärkte findet, um einkaufen gehen zu können oder sonstige Dinge einfach, falls man was vergessen haben sollte. Weiter geht's mit den Seychellen. Ihr habt dort ja insgesamt drei Inseln. Einmal die Hauptinsel, Praleur und Ladik. Und jede bietet halt einfach etwas ganz Besonderes für sich selbst, würde ich fast behaupten. Wir haben uns die meiste Zeit auf der Hauptinsel tatsächlich aufgehalten. Waren dort wirklich schon sehr happy, denn der nächste Punkt, es gibt nämlich einfach super, super schöne Strände überall zu finden auf den Seychellen. Also auch wegen diesen Felsen, mit diesen Felsenformationen. Wirklich 1A, dann hat man auch viel Grün dort verhältnismäßig, also haben wir auch nicht gedacht, aber es ist halt einfach so ein Riesenfelsen, wie man das so einfach ja auch selten gesehen hat. Auf der Hauptinsel findet ihr auch größere Supermärkte, falls ihr da wirklich noch was ganz Besonderes braucht oder irgendwas vergessen habt, und natürlich könnt ihr dort auch viele Ausflüge machen, sowohl an Land und auch im Meer, also da bietet sich wirklich einiges zum Sehen an. Und nun sind wir bei den Malediven angelangt. Die sind quasi eigentlich meistens eine Insel so für sich. Also meistens hat man auf so einem Resort, also wenn man in so einem Resort-Hotel ist, eine Insel und auf der steht die. Manchmal gibt es auch zwei Inseln, die vielleicht irgendwie miteinander verbunden sind. Kann auch sein. Aber ansonsten ist es dort einfach wirklich perfekt zum Abschalten. Man kann dort aber auch, wenn man möchte, in so einen kleinen Freizeitstress geraten mit all den Unternehmungen oder Aktivitäten, die dort einfach möglich sind. Denn was wir dort erlebt haben, war zum Beispiel so Schnorcheln gehen mit Haien. Das war wirklich ganz unglaublich toll. Dann kann man auch so wunderschöne Sunset-Cruise machen, um Delfine zu spotten, also um sie zu suchen. Und wir haben auch welche damals gefunden. Das war wirklich unglaublich schön. Ich kann euch ja mal auch das Video da verlinken oder in der Infobox, je nachdem, was wir dann so auf den Malediven alles erlebt haben. Dann gibt es auch noch, wenn man möchte, so ein Outdoor-Cinema oder man kann noch so wunderschönen, einzigartigen, einzelnen, Abendessen am Strand haben, was sie dann für dich herrichten mit so einem Herz und so. So machen ja dort viele so ihre Hochzeitsanträge oder heiraten ja sogar dort. Also da ist man wirklich sehr gut bedient. Also man kann auch surfen gehen, wenn es gute Wellen dort gibt. Man kann Kajak fahren, man kann Stand-up paddeln. Man kann auch meistens im hauseigenen Riff vor Ort gleich direkt super schöne Dinge schon sehen, einfach beim Schnorcheln. Also wirklich unglaublich toll. Was uns auch besonders gut gefallen hat, da das einfach eine Insel oder höchstens zwei so für sich alleine sind, ist es quasi ein privater Strand. Also man hat da jetzt nicht irgendwelche anderen Leute, die da jetzt rumrennen. Jetzt gleich verstehen, was ich meine, wenn wir zu den negativen Punkten kommen. Aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll dort, dass man die Insel quasi so für sich hat. Was auch mega ist, dass wenn man gewisse Allergien hat oder irgendwelche ja, Essenswünsche, man dort wirklich immer gut bedient ist, weil das Essen ist grandios und die Leute, die dort arbeiten, sind meistens auch ganz, ganz toll. Und das Meer ist wunderschön, muss ich nicht wirklich großartig erzählen. Und ja, also wir haben es dort sehr geliebt, wie ihr, glaube ich, so ein bisschen raushören könnt.
Und jetzt kommen wir zu den weniger guten Dingen. Und zwar starten wir da auch mit Mauritius hinein. Wie ich gerade schon gesagt habe, wegen dem Strand, fanden wir das dort ein bisschen blöd oder eigentlich schon sehr blöd, dass wenn man jetzt zum Beispiel 1500 Euro die Nacht dort zahlt, dann keinen privaten Strand hat, nee, die weg, sondern wirklich einfach einen privaten Strand hat, wo man jetzt nur sagt, dort sind jetzt nur die Hotelgäste und das Personal halt, aber sonst niemand. Und das ist halt dort einfach nicht der Fall, was ein bisschen blöd ist, finde ich. Also vor allem, wenn man so ein Resort hat, dass man sagt, okay, das ist jetzt auch unser Strandabschnitt. Das war halt, ja, wie gesagt, ein bisschen blöd, weil wir dort so einen wunderschönen Steg eigentlich hatten, der perfekt zum Sonnenuntergang, also in die Richtung war. Und ja, da konnte man irgendwie das nie wirklich genießen, weil halt dort immer die Fischer waren den ganzen Tag und auch am Strand auf und ab gegangen sind. Also ja, das war jetzt nicht so toll. Mir persönlich ist die Insel schon fast ein bisschen zu groß gewesen. Also ja, das ist halt immer Geschmackssache. Wie gesagt, das sind auch nur meine persönlichen Erfahrungen und Meinungen dazu. Was auch noch sehr schade war, dass man jetzt wirklich nur, wenn man jetzt vegan, vegetarisch ist, meistens nur in den größeren Städten auf Mauritius wirklich mit mehreren Lokalen fündig geworden ist. Ansonsten habe ich halt eher so ein bisschen Pech gehabt. Ich habe da nur so ein Lokal damals gefunden gehabt und konnte auch nur ein Gericht von der Karte essen. Aber ja, nur, dass man das eben auch am Schirm hat. Dann zu den Minuspunkten auf den Seychellen. Ich habe dazu ein ganzes Video eigentlich gemacht, also ich kann euch das jetzt hier mal oben verlinken und auch unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Es hat ja ziemlichen Anklang gefunden bei der Facebook-Community Liebhaber-Seychellen-Gruppe. Deswegen auch die Kommentare. Ihr könnt ja vielleicht sogar was von diesen Kommentaren mitnehmen, lernen für euch, wie auch immer. Ich bleibe auf jeden Fall trotzdem bei meiner Meinung. Uns haben diese Schellen einfach nicht so gut gefallen, wie wir uns das einfach vorgestellt hätten oder wie man es immer hört oder wie man es auch zu sehen bekommt. Deswegen sage ich nicht mehr dazu als das. Und jetzt kommen wir noch zu den Minuspunkten der Malediven. Punkt 1 ist da einfach dieses teure Wasserflugzeug. Also wenn ihr zum Beispiel auf der Hauptinsel seid und ihr, ja, die Insel, die ihr einfach oder das Hotel, was ihr gebucht habt, so weit entfernt ist, dann könnt ihr meistens auch nicht mit dem Speedboot mehr dorthin, sondern müsst dann so ein sehr, sehr teures Wasserflugzeug nehmen. Also habt es mal am Schirm, da ist der Transfer schon mal nicht so günstig. Und natürlich wissen wir auch alle, dass die Hotels auf den Malediven auch generell nicht untergünstig jetzt gehandhabt werden. Aber es gibt natürlich, wenn man gut recherchiert, trotzdem günstigere Möglichkeiten, dass man trotzdem auch die Malediven dann so erleben kann. Das sind eigentlich nur meine zwei Punkte, die ich hier auszusetzen habe. Wenn man also viel Geld ausgeben kann und auch will, dann würde ich euch auf jeden Fall die Malediven als absolutes Traumreiseziel empfehlen. Dort hatten wir wirklich eine unvergleichbar wunderschöne Zeit und ja, wir werden jetzt auch wahrscheinlich bald wieder hinfliegen, was auf jeden Fall was heißt, wenn wir zwei einmal ins gleiche Land reisen. Die anderen Reiseziele, glaube ich, habt ihr auch so ein bisschen rausgehört, haben uns einfach ein bisschen enttäuscht und würden wir jetzt auch nicht unbedingt bald wieder anfliegen wollen oder besuchen wollen. Steht jetzt vorerst mal nicht auf unserem Plan. Und ja, ansonsten für alle, die sich eventuell, ja, jetzt sagen, ich habe aber so eine schöne Zeit auf dieser Insel gehabt, ich habe eine so schöne Zeit in diesem Land gehabt, bitte nehmt das wie immer nicht persönlich. Das ist einfach meine und Jonathans persönliche Meinung zu den jeweiligen Ländern und that's it, dafür seid ihr da. Ich bin da einfach ehrlich mit euch und ja, hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch vielleicht auch ein bisschen geholfen bezüglich eurer zukünftigen Urlaubsplanung und ja, ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann!